Herzlich willkommen, ihr Teufelsbündner und Chronisten, ihr enthusiastischen Liebhaber guter Literatur. Willkommen auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute den Dr. Faustus von Thomas Mann vor. Dieser Roman wurde 1947 im kalifornischen Exil veröffentlicht und stellt also einen Teil der deutschen Exilliteratur dar. Hier sei erstmal die allgemeine Spoilerwarnung ausgesprochen. Falls ihr den Roman entdecken wollt, dann schaut euch die Rezension lieber hinterher an. Zum Inhalt. Mir ist gerade schon aufgefallen, ich habe einige Rezensionen jetzt schon abgedreht, einige Versuche dazu. Mir ist aufgefallen, dass ich diesen 750 Seiten immer nur halbwegs gerecht werde, dass es mir dann nachträglich einfach nicht gefällt. Deswegen gehe ich hier mal den anderen Weg oder versuche es mal auf eine etwas, vielleicht nicht für alle glücklich machende Weise, aber ich versuche es rigide abzukürzen. Zum Inhalt sage ich also nur zwei, drei Sätze. Ich werde darauf noch zurückkommen. Bei den positiven und den eher negativen Punkten komme ich auch immer wieder auf die Plot-Elemente zurück. Aber ich kann jetzt einfach nicht dem Schlauch des Plots folgen. Das ist einfach zu umfangreich. Hier geschieht einfach dermaßen viel, dass ich eine halbe Stunde zuletzt geredet habe und dann immer noch nicht alles unterbringen konnte. Dieser Roman ist der Versuch von Thomas Mann, sich dem Fauststoff, der ja ein Teil des deutschen Kulturguts ist, zu nähern und seine individuelle Ausformung dazu abzugeben. Im Zentrum des Geschehens stehen eigentlich zwei Männer. Es ist einmal der Ich-Erzähler Serenus Zeitblom, der über sich allerdings sehr wenig offenbart, und sein Freund Adrian Leverkühn, der später ein genialer, epochemachender Musiker wird, ein Musiker der klassischen Musik. Und dieser Adrian hat allerdings einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, etwa in der Hälfte wird das für den Leser auch deutlich. Adrian Leverkühn erhält 24 geniale Jahre. Im Gegenzug erhält der Teufel natürlich seine Seele nach dem Tod. Und Adrian verpflichtet sich, niemals wieder eine Menschenseele lieben zu können. Das ist die Ausgangssituation. Und jetzt führt uns der Erzähler Zeitblom durch verschiedene Stationen. Wir wachsen also gemeinsam mit Adrian Leverkühn heran. Und dem Leser präsentiert sich also sukzessive die Genialität und auch das reifere Wissen um die klassische Musik in Adrian Leverkühn. So, und auch die Städten wechseln sich ab. Wir sind hier zunächst in der fiktiven Stadt Kaisersaschern, dann später in Halle an der Saale, dann in Leipzig, zwischendurch auch in München mal, dann sind wir auch in Italien eine Zeit lang. Und einen großen Zeitblock bildet auch eine kleine Stadt oder bildet der Aufenthalt in Pfeifferring, einem Nest, das auch fiktiv ist, aber für das es natürlich auch zahlreiche Vorbilder gibt. Ja, das ist erstmal der extrem zusammengefasste Plot, dieser Kern der Geschichte. An diesen Kern, würde ich sagen, kommt aber natürlich eine Schicht an die andere, denn 750 Seiten ja, beinhalten natürlich einiges an, vor allem auch an musiktheoretischen und musikhistorischen Exkursen. Es gibt zahlreiche kapitellangen Studien über einzelne Musikarten, über Kantaten, über Sonette, über Sinfonien, falls ihr diese Begriffe auch schon beherrscht, habt ihr einen großen Vorteil. Auch was die Harmonie, was die Polyphonie bedeutet, was Dissonanzen und Tonfolgen, Dreiklänge, Kontrapunktik sind, wird hier zwar zumindest angerissen, es wird allerdings, denke ich, dem Laien nicht immer unbedingt hundertprozentig verständlich gemacht. Wenn ihr also musiktheoretisch belesen seid oder bewandert seid, dann versteht ihr diesen Roman, denke ich, nochmal auf einer tieferen Ebene, als zum Beispiel ich es tue. Ich bin deshalb auch kein Experte und kann über den Dr. Faustus eigentlich nur wie ein Zuseher sprechen, der versucht, ja, das, was er vor sich hat, so akkurat wie möglich wiederzugeben und zu beschreiben, ohne dass ihm die inneren Zusammenhänge und die Wirkmechanismen ganz verständlich sind. Das muss ich einfach jetzt auch relativ zu Beginn schon gleich bekennen. Was hat mir jetzt an diesem Roman gut gefallen? Es ist zum einen, wie ich schon gesagt habe, die Beschäftigung mit klassischer Musik. Und ich finde, dass klassische Musik es immer wieder verdient, in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Während der Lektüre des Romans habe ich mir gerade bei YouTube sehr viele Sinfonien angehört und ich schwelge dann auch immer in diesen hymnischen Wogen, in diesen Musikwellen, die eine ganz besondere Dynamik und eine starke Kraft haben, wie es moderne Musik nur teilweise leistet, zumindest für mein individuelles Empfinden. Das ist großartig. Auch die Sprache ist bei Thomas Mann immer nicht nur ein Kapitel der Betrachtung wert, sondern ja, verdient eigentlich ganze Bände. Denn was er hier zu schaffen imstande ist, ist unvergleichlich, denke ich. Er kriegt es hin, eben dem Leser nach und nach zu zeigen, wie wortmächtig er ist, wie präzise er formulieren kann.
wie weitreichend sein Wortschatz ist, wie polyglott er ist, also wie leicht es ihm fällt, aus anderen Sprachen eben Lehnwörter zu übernehmen, wie er jonglieren kann mit den bunten, mit den schillernden, mit den pathetischen, mit den sanften, gefühlvollen, ironischen, kecken Worten und so weiter und so fort. Also man kommt hier einfach aus dem Staunen auch nicht raus. Und gerade wenn man an dem Punkt ist, dass man denkt, so Thomas Mann, jetzt ist doch die deutsche Sprache auch mal erschöpft, du hast buchstäblich jedes Wort in diesen Roman gepackt oder eben in die Zeilen gebracht. Mehr geht doch nicht. Und dann taucht eben der Teufel auf und in diesem Gespräch zwischen Adrian Leverkühn und dem Teufel macht Thomas Mann dann wie mit einem Fingerschnippen einen Zaubertrick, indem er noch das Mittelhochdeutsche eben auch noch auf die Bühne des Romans bringt und dann den Teufel eben in einer sehr derben, an Martin Luther erinnernden, also von drastischen Ausdrucksmitteln geprägten mittelhochdeutschen Sprache schwadronieren reden lässt. Und dieser Teufel hat auch eine ganz andere Sprachdynamik, einen ganz anderen Drive. Da sind es parataktische Reihen und es kommt dieser ja, Matrioschka-hafte Sprachsatz oder typische Sprachstil, Satzstil von Thomas Mann weicht eben einer relativ raschen und staccato-mäßig abgefeuerten Satzfolge, in der eine hohe Energie dem Leser auch entgegenweht. Ich bin also, was die Sprache angeht, wie es ja auch schon beim Zauberberg war, begeistert wäre zu wenig. Ich glaube nicht, dass es besser geht. Eben auch, darin zeigt sich aber auch gerade in dem Gespräch von Leverkühn mit dem Teufel, so dieser Disput und das Gegeneinander von aufklärerischem Geist in Adrian und dem absoluten Herrschaftsanspruch des Teufels. Adrian Leverkühn sieht nämlich den Teufel vor sich auf der Couch sitzen und sagt erstmal so in einer typisch freudschen Manier vielleicht, also sich auf die Psychologie besinnend, naja, offenbar sitzt du da nur, weil mir kalt ist, weil ich krank bin, denn du äußerst nur Dinge, die ich in mir selber auch ausdiskutieren könnte. Also er sieht den Teufel als eine Imagination seines überanstrengten Hirns. Und der Teufel auf der anderen Seite pocht dann in einer brutal humoristischen Weise darauf, dass er schon immer existiert und dass man ihn leugnen kann, dass es aber einfach nichts bringe. Ja. Was gefällt mir noch? Mir gefallen auch die zahlreichen intelligenten und sehr tiefgreifenden thematischen Exkurse. Da sei mal genannt das Weltall, die Tiefsee, die Reformation, die eigentlich nur als eine gehätschelte religiöse Kulturform interpretiert wird, im Gegensatz zum Katholizismus, der immer noch als das tiefe, wahre Religiöse verstanden wird. Da gibt es zahlreiche Nebenfiguren, die eben diese Diskurse immer wieder ja, ins Rollen bringen, immer wieder erneuern. Daneben auch noch das Deutschnationale, das immer in den Fokus gerät und eben schon so etwas wie eine vorwegnehmende Erklärung für Hitler oder für das Auftauchen der Nationalsozialisten bieten kann. Dann der Wahnsinn vor dem Ersten Weltkrieg, also die von allen Menschen geteilte euphorische Vorstellung, dass der Weltkrieg jetzt endlich mal wieder eine Reinheit nach Europa trägt und dafür sorgt, dass dieses als übermächtig empfundene Deutschnationale ja endlich mal nach Frankreich, nach Italien, nach England kommt und dort eben das falsche Leben auslöscht. Aber auch nebenbei wird für Lokalkolorit gesorgt. Ich komme aus Bayern und habe mich sehr gefreut über die Diskussionen um den Wahnsinn oder nur vorgeblichen Wahnsinn König Ludwigs II. Also diese Exkurse, vor allem von Nebenfiguren geäußert, behandeln entweder ganz wichtige Themen für den Roman. Es geht hier also um die religiöse Hintergrundbeleuchtung, so will ich es mal nennen, des bürgerlichen Lebens. Worauf basieren eigentlich unsere Werte? Worauf basiert die Angst vor dem Tod? Was ist das Kernhafte des Lebens? Ist es die Religion oder ist sie eben nur noch ein atavistisches Anhängsel der Kultur? Wie positioniert man sich? Denn der Teufel beharrt natürlich darauf, dass das moralische Integre oder eben das amoralische an Gott und am Teufel hängt. Und auf der anderen Seite hat Thomas Mann hier aber auch immer auf der weltlichen Ebene eben den Versuch unternommen, was heißt immer, nach und nach und einige Male den Versuch unternommen, zu erklären, wie es denn zu dieser völkischen, heute gar nicht mehr nachvollziehbaren Massenschlacht kam und wieso die Menschen, die Nationen so sehr davon ausgingen, dass man sich hier über irgendwelche nationalen Identitäten identifizieren und auch versöhnen oder eben schlagen muss. Warum ist es so wichtig, Krieg zu führen? Also hier bietet er eben einige Ansatzpunkte auch für historisch Interessierte. Das ist also hier nicht nur die Musik, die allein im Zentrum steht. Und die lebendigen Schilderungen der Verwicklungen der Nebenfiguren haben bei mir auch immer wieder für eine emotionale Anteilnahme gesorgt. Da sei genannt der Rudolf Schwertfeger, der übrigens, wie ich denke, wie ich vermute, wie ich interpretiere, eine homoerotische Beziehung zum Helden Adrian Leverkühn führt. Dann auch noch Ines Rodde und Clarissa Rodde,
ja, können den Leser immer wieder nicht nur auf der intellektuellen Ebene, sondern eben auch auf der Gefühlsebene abholen und in ihr individuelles Lebensdrama auch verwickeln. So, das sind die positiven Aspekte. Und besonders ist es eben die Auseinandersetzung mit der Musikgeschichte, mit der Musiktheorie, mit den verschiedenen Arten von Musikkomposition, die auch immer wieder wiederholt auf diesen 750 Seiten ausgedehnt wird. Ich will jetzt aber auch nicht verschweigen, dass es einige Punkte gibt in dem Roman, die mir nicht so gut gefallen haben. Anders als der Zauberberg ist der Dr. Faust, das finde ich, geprägt von Satzstrukturen, die ich, wie schon erwähnt, als Matrioschka-Stil interpretieren würde, dass also in einem Satz ein nächster steckt. Das löst er eben oder das macht Thomas Mann, indem er in einen Hauptsatz eben die verschiedenen Nebensatzarten packt. Wir haben ja Konditionale, Konzessive, Modale, Finale, Kausale und so weiter. Die Nebensatzarten kann man natürlich auch nachsehen und ich möchte hier gar nicht jetzt mit meinem Wissen klotzen. Ich will nur darstellen, dass man das grammatisch natürlich auch interpretieren und aufdröseln kann. Und wenn man das tut, dann erkennt man auch noch, dass Thomas Mann im Dr. Faustus auf Partizipialgruppen steht, dass er substantivische Reihen permanent anwendet, dann vor allem auch substantivierte Adjektive und dann Reihungen von substantivierten Adjektiven. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, gibt es dann auch Reihungen von substantivierten Adjektiven mit jeweils vorangestellten Adjektiven und auch ganz typisch Thomas Mann, viele Parenthesen, also Einschübe. Und ich denke, das gibt euch jetzt schon mal einen Eindruck davon, dass diese Sprache auf der einen Seite höchst diffizil ist, höchst kunstfertig, aber auch anstrengend, auch überfordernd teilweise und nicht immer dem ästhetischen Lesegenuss vielleicht entsprechend formuliert. Da denke ich, dass manchmal einfach weniger mehr wäre, um jetzt so eine ganz klassische, beliebte, moderne Formel zu benutzen, in der sich Thomas Mann natürlich jetzt nicht komplett widerspiegelt oder wiederfindet. Nur habe ich mal eine Rezension gelesen und dort einen, finde ich, sehr intelligenten Satz über Felix Krull, also über einen anderen Roman von Thomas Mann, gelesen. Ich würde mich diesem Urteil aber anschließen. Hier hat ein Rezensent geurteilt über Thomas Manns Stil. Ein von der Grammatik abgesegneter Text ist noch kein guter Text. Das sprachlich Mögliche ist nicht gleichzeitig das sprachlich Herausragende. Anders als im Zauberberg und anders als in den Buddenbrocks auch, ist mir das beim Dr. Faustus auch häufig störend aufgestoßen. Denn einzelne Sätze werden teilweise bis zur Unkenntlichkeit verkompliziert. Ich musste ganze Seiten 3-4 Mal lesen, weil ich immer wieder abschweife. Denn was zusätzlich zu der komplexen und komplizierten und schwierigen Satzstruktur hinzukommt, ist eben die ja an sich schon sehr abstrakte Thematik von klassischer Musik. Das Ganze wird übrigens auch nicht szenisch aufbereitet. Man ist also nicht dabei, wie sich verschiedene Figuren zum Beispiel auf Ottomanen ausbreiten und dann dem Harfenklang frönen und dann auch emotional wiedergeben, wie sie das Ganze empfinden. Das passiert nicht. Und das äußert der Erzähler. Auch. Er sagt das auch. Er spricht von der direkten Wiedergabe, genau, was ich für einen Widerspruch halte, aber er meint das eben so, dass er es nicht vermittelt durch die Betrachtung von Figuren analysiert, wie die Musik wirkt, sondern dass er direkt nennt, was Sache ist. Da was Sache ist, aber abstrakt ist, ist mir als Leser häufig das Augenlid herabgefallen. Das soll jetzt auch gar nicht belustigend über Thomas Mann dargestellt sein, nur will ich euch eben auch sagen, dass diese Sprache hier schon häufig überfordert und am Rande dessen ist, was ich noch für genießbar halte. Aber wie gesagt, da gibt es auch große Unterschiede, denn das Gespräch mit dem Teufel zum Beispiel und auch viele Exkurse sind dann wieder ganz flockig gehalten. Und Thomas Mann schafft es halt auch immer wieder, einzelne Figuren mit leitmotivisch wiederkehrenden Satzfragmenten auszustatten. Dass eine Figur zum Beispiel immer sagt, betrachten Sie jenes. Das sagt ein Freund, der Schild knapp von, also ein Freund von Adrian. Das ist humoristisch einfach auf einer ganz hohen Ebene, weil es immer wieder auftaucht und man sich die Figur dann immer wieder sofort vor Augen führen kann. Oder andere Figuren, die so etwas sagen wie, du, nun ja, das lässt sich machen, das könnte getan werden. Und damit schafft er es schon auch wieder, ganz einfach mit wenigen Worten sofort etwas zu evozieren und eine Figur immer wieder aufs gedankliche Tapet zu holen. Auf der anderen Seite ist er dann aber wieder in den abstrakten Tiefen der Musiktheorie um Schönberg und um Adorno eben, ich würde sogar sagen, hängen geblieben. Also so wirkt es auf mich. Er übernimmt offenbar, so habe ich nachträglich gelesen, auch einzelne Wendungen von Theodor Adorno.
Und dessen Sprachstil ist ja auch schon geprägt von einem abstrakter Gewusel, was nicht negativ sein muss, überhaupt nicht. Also hohe Philosophie lässt sich nun mal nicht in kleiner, frivoler, netter Sprache wiedergeben. Aber als Roman ist das eben nicht immer das, was ich mir von Thomas Mann erhoffe. Dann, was gefällt mir auch nicht? Ja, abgesehen von... Ich bin weder Adrian noch Serenos nahe gekommen und die Emotionen und die Handlungshintergründe und Absichten der beiden Herren, vor allem dieser beiden Herren, bleiben im Dunkel. Gerade Adrian wird eben relativ spärlich nur behandelt. Die Musik wird eigentlich eben, wie ich schon angedeutet hatte, nur vergeistigt, sie wird abstrahiert, sie wird verallgemeinert, historisch kontextualisiert, sie wird musikwissenschaftlich exakt dargestellt. Das erzeugt aber selten Gefühl. Es hat, also der Nachvollzug des Musikalischen ist für den Leser nur selten möglich. Und damit meine ich nicht den intellektuellen, sondern eben quasi den herzlichen, den emotional gefühlsmäßigen Nachvollzug. Ich finde, dass der emotionale Nachvollzug der Musik hier noch intensiver hätte ausfallen müssen, zumindest für mich. Und vor allem auch die Frage nach der Schuld, nach der individuellen Schuld Adrians, der ja dem Teufel irgendwie auch gar keine Paroli bietet. Und auch die kollektive Schuld hätte ich hier einfach auch noch in den Mittelpunkt gerückt gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass Thomas Mann das nochmal nimmt und das eben stärker in den Mittelpunkt rückt. Da ja nicht klar ist, was denn eigentlich das Böse auf der nationalen, auf der staatlichen Ebene ist, dass es Hitler ist, ist ja nicht klar. Der wird ja auch nicht genannt. Das könnte ja auch das deutsche Volk sein, das offenbar komplett kollektiv eben, also kollektiv schuld war, wie es danach ja auch verurteilt wurde. Oder ist nicht vielleicht aber auch die Gesellschaft der 20er Jahre schuld? Ist der Künstler nicht schuld? Denn auch immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob die Künstler denn in ihrer immer wieder nach vorne preschenden Haltung nicht geneigt sind, irgendwann wieder wie in einer Kreisstruktur am Schlechten, am Archaischen, am Brutalen anzugelangen. Denn viele dieser Künstler fordern einfach immer noch die rigidere, umfangreichere, irgendwann hundertprozentige Auslöschung aller kulturellen und bürgerlichen Werte. Und damit erschaffen sie eben nicht das Utopia, das sich vielleicht manche vorstellen oder vorstellen wollen, sondern sie kommen halt an den Punkt, an dem eigentlich dann nur noch das rohe, existenziell auf Auslöschung bedachte Menschsein hervortritt. Und Thomas Mann schafft es schon, immer wieder Ansätze zur Fragestellung zu liefern, aber die große, klare Positionierung, gerade Adrians, fehlt mir dann doch. Und da würde ich sagen, ich weiß einfach nicht, wie dieses Paktische behandelt wird. Da mag jetzt jeder natürlich auch einen individuellen Eindruck haben und das unterschiedlich auslegen, aber ich hätte mir hier eben als kleiner, naiver Leser, der ich bin und der von einem intelligenten Mann wie Thomas Mann, der ja nicht nur polyglott und sprachlich auf der Höhe ist, sondern der die intellektuellen Kapazitäten hat, mir eben auch mal darzustellen, wie vielfältig die Menschen so ticken. Er konnte ja sich auch psychologisch mit einer wunderbaren Einfühlsamkeit eben anderer Menschen annehmen und deren Gedanken und Emotionswelten darstellen. Das weiß ich ja aus dem Zauberberg. Ich finde, dass das in Dr. Faustus nicht so geschehen ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Deswegen, um jetzt mal zu meiner abschließenden Meinung zu kommen, der Dr. Faustus ist ein gutes Werk. Ich habe es gerne gelesen. Einige Passagen davon sind zum Niederknien. Abermals gerade dieses etwa 60, 70 Seiten umfassende Gespräch mit dem Teufel ist unfassbar. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich durch diese Dehnung der Silben irgendwie erreichen kann, euch klarzumachen, wie brillant ich es finde. Ich lese ja viel. Ich lese ja wirklich viele Romane. Und ich weiß, dass viele Autoren gut schreiben. Aber Thomas Mann schreibt nicht gut. Das ist etwas ganz anderes, was er hervorzaubern kann. Ja, er wurde nicht von einer Muse geküsst. Er hatte, glaube ich, einen ganzen Harem an Männern und Frauen und weiß ich nicht, sonstigen Wesen, allen Tieren, die ihn täglich abgeknutscht haben. Anders kann ich mir nicht vorstellen oder erklären, wie ein Mann, wie ein Mensch dermaßen sprachmächtig ist. Und damit hoffe ich, dass ich mich verständlich machen konnte und dass ich euch erklären konnte, was mir gut und was mir weniger gut gefallen hat. Ich möchte euch natürlich auch diesen Dr. Faustus definitiv empfehlen. Es ist ein ganz wichtiges, tolles Buch, aber nach meiner persönlichen Meinung kommt es nicht an den Zauberberg und auch nicht an die Buddenbrooks heran. Aber auch hier gilt, vielen Dank, Thomas Mann, für diese wunderbaren Lesestunden. Ich habe es sehr genossen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei eurer Lektüre. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.